Naja, ich denke, ich kann vielleicht mit meinen Argumenten insofern überzeugen, dass ich mich sehr oft schon mit der Jugend befasst habe in meinen vielfältigsten Tätigkeiten. Ich bin aus dem Sport und kümmere mich aus diesem Aspekt heraus recht. Dann habe ich zwei Söhne, wo ich glaube ich auch doch einige Erfahrungen habe, wie das mit der Jugend so ist und wie das so läuft und wie man die ja vielleicht ein bisschen behandeln kann und motivieren kann. Und ich denke, ich kann doch vieles aus der Gemeindearbeit auch berichten und somit, glaube ich, habe ich schon ein gewisses Standing, das auch zu Überzeugung führen kann. Wenn ich jetzt ganz lapidar anfange, ich bin eine Frau und die anderen sind drei Männer. Meine Erfahrung in der Gemeinde ist die langwierigste. Langwierig ist das falsche Wort. Ich bin am längsten dabei in der Gemeindevertretung, habe dadurch doch Erfahrungen. Und Gemeindearbeit ist nicht etwas, was ich von heute auf morgen lernen kann. Also das ist nicht vergleichbar, dass ich sage, da schaue ich mir schnell ein paar Bücher an und dann lese ich mir das durch und dann weiß ich, wie Gemeinde funktioniert. Sondern das ist schon viel, viel unterschiedliche Themenbereiche, wo man sich gut einarbeiten, gut einlesen muss. Und oft verstehst du das nach 5 Jahren noch nicht genau, warum manches so und so entschieden wird, beziehungsweise warum auch gerade die Gebarung, die Kameralistik, ist ein ganz schwieriges Thema für mich auch gewesen. Ich bin eine gelernte Buchhalterin, bin die Topic gewohnt und war nicht einfach für mich in Kameralistik umzusteigen. Jetzt muss ich mir dazu sagen, ab nächsten Jahr oder 2020 sind wir ja alle in der Topic in den Gemeinden. Also das Thema hat sich dann wieder ja, aufgelöst eigentlich. Aber es sind viele Themen, du musst das Handwerk Gemeinde und Gemeindemandat lernen. Und da braucht es Zeit dazu. Was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Bürgerbeteiligung. Das ist was, was mir ausgesprochen wichtig ist, dass man den Bürger motiviert, dass er sich für Politik interessiert. Und da geht es jetzt nicht nur um Jugend, weil wir haben auch viele andere Semester und Altersgruppen, die das Interesse an der Politik verloren haben. Und ich kann das auch aus meiner Vereinstätigkeit berichten. Wenn man die Personen mit einbindet, dann haben sie auf einmal Verantwortungsgefühl, sie fangen auch wieder an mitzudenken und sie sind auch für Entscheidungen, die vielleicht nicht für jeden immer gleich der Idealfall ist, auch zu haben und haben das Verständnis dann dafür. Ja, das ist auch kein einfaches Thema, aber immer wieder auf sie zugehen, sie immer wieder einladen und vielleicht auch nicht mit den schwierigsten Themen versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, sondern eben mit Dingen aus dem Alltag, mit dem sie auch immer zu tun haben. Ich meine, manche Dinge ist vielleicht, ich brauche eine Internetverbindung im ganzen Ort oder so irgendwas. Oder wo wären die Zentren, wo ihr das gern hättet, kostenlos angeboten. Oder wie geht es euch mit dem öffentlichen Verkehr, was auch immer. Braucht es Radabstellplätze, braucht es Möglichkeiten, wo ein Jugendzentrum andere Ausstattung braucht. Aber man muss halt mit diesen Themen auf die Jugend zugehen, wo sie wirklich vielleicht sich eine Meinung gebildet haben. Ungeduld. Weil manche Dinge gehen mir einfach zu langsam. Und ich komme aus einem Privatunternehmen, da kann man relativ schnell die Entscheidungen eigenverantwortlich treffen. In einem Gremium wie in einer Gemeinde, da musst du die Mehrheiten suchen, da musst du Überzeugungsarbeit machen. Und da geht es mir manchmal zu langsam. Aber Demokratie funktioniert nur so und je breiter die Meinung eine einhellige ist, umso besser ist es für die Gemeinde.